Wunderschönen Sonntag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Dr. Camp Video. Und yippee, werdet ihr sagen, zumindest einige von euch, mal wieder ein Opa Hugo Video. Sprich, wir sind, nachdem wir heute Morgen noch unseren Großen beim Handball unterstützt haben, jetzt dann gleich auf dem Weg nach Gelsenkirchen in die verbotene Stadt. Aber Tabellenführer ist übrigens der BVB heute, egal. Wir holen Opa Hugo aus der Halle, hoffen, dass alles tippitoppi ist und wollen dann mal nach Orsoy fahren, einen Ort, den ich auch nicht kannte wirklich, am Niederrhein. Und da gibt es nämlich ein tolles Café, habe ich mir sagen lassen, Frau Ella, was eine Bloggerkollegin von mir eröffnet hat. Und das wollen wir uns doch mal anschauen und hoffen, dass die liebe Alex für uns einen leckeren Kuchen hat. So, das ist der Plan bei bestem Herbstsonnenwetter, 18 Grad, 19 Grad. Wunderbar, wir schauen, es geht los, ihr seid dabei, viel Spaß. Angekommen und er ist wieder sofort angesprungen, der alte Mann. Sehr schön. Allzu lange stand er ja auch nicht ohne Attention, aber jetzt läuft er. Und wir fahren mal Richtung Orsoy zu Frau Ella. So, wir sind in Orsoy, Parkplatz am Nordwall. Wie von Alex empfohlen, sind wir hier gut untergekommen. Und jetzt dürfte es ein paar Meter nur sein bis zum Kaffee und ich habe auch schon ein bisschen Kaffeedurst. Noch jemand? Ja. Kaffeedurst? Und ich habe ein bisschen Schokokuchenlust. Unser Schmuckstück noch mal. Habe ich doch gerade schon. Ja. Unser Schmuckstück hier, da. Nein. Hier. Da. Nein, da hinten. Wir haben es gefunden. Kuhstraße in Orsoy. Frau Ella, Kaffee Kaufladen. Wir gehen rein. So, wir haben einen Platz gefunden in einem süßen kleinen Hinterhofgarten mit Sandkasten. Kann man da echt was so, ihr Schmackofatz, was gibt's denn hier? Helge, was hast du? Schoko-Brownie. Ja, praktisch. Ein großer Schoko-Brownie. Das ist ja gut. Ich habe ihn auch. Ich habe mir aus Versehen Sahne dazu bestellt. Und worauf wartest du noch? Auf ein Panini. Mit? Schinken und Käse. Mmh, das klingt gut. Und wir sitzen hier so schön bei diesem herbstlichen Sommertag. Sehr schön. So, jetzt hat sich die Alex, die Besitzerin von Frau Ella, noch mal ganz kurz Zeit genommen für uns, weil wir gesagt haben, wir wollen noch einmal noch hören, was es hier mit dem Café auf sich hat. Hallo Alex, schön, dass du Zeit hast. Hi, gerne. Sag mir doch mal, seit wann gibt es denn Frau Ella? Seit dem 18.08. Ist ja noch ziemlich frisch, oder? Mhm. Okay, und was war hier vorher drin? Ein Arzt war vorher hier drin. Ja. Aha, okay. Na, das ist doch mal eine gute Verwandlung. Wahrscheinlich Zahnarzt. Nee, tatsächlich Hausarzt. Okay, ja, cool. Und jetzt gibt es leckere Sachen hier. Ja. Was hat dich denn bewogen? Also wir kennen uns ja aus der Reiseblogger-Thematik sozusagen. Was hat dich denn jetzt bewogen, ein Café zu eröffnen? Ich habe immer irgendwie geplant, sowas in die Richtung zu machen. Es hat sich aber dahingehend entwickelt, dass ich wiedergekommen bin von meinen Reisen. Ich war ja dann erst in Asien längere Zeit, dann war ich ja mit dem Wohnmobil in Europa. Und dann habe ich mir gedacht, gut, was machst du jetzt als nächstes? Meinen alten Job kommt es nicht mehr in Frage, zurückzugehen. Und dann stand das Gebäude hier leer, also die Praxis. Und dann dachte ich, okay, das ist meine Chance. Super. Hier sind wir. Ja, toll genutzt. Also wir haben ja schon ein bisschen was gesehen vom Café. Wir zeigen gleich nochmal den Rest. Ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Alles, was wir heute verspeisen durften, war... Sehr lecker. Sehr lecker, genau. Wunderbar. Genau. Ja, prima. Kommst du denn hier aus der Gegend oder wie bist du auf die Lokalität gekommen? Ich komme von der anderen Rheinseite. Okay. Aus dem Duisburger Norden und wir sind immer mit der Fähre, mit dem Fahrrad hier rüber gefahren. Mhm. Und ich wollte immer in Orsoy wohnen. Ich habe im Nachbardorf mal gewohnt eine Zeit lang und als ich mich niedergelassen habe oder geplant habe, mich niederzulassen, hieß es wo und dann wollte ich nur hier. Und ich habe auch nur hier gesucht. Und hier gefunden? Ja. Hervorragend. Perfekt. Also ihr Lieben, wenn ihr irgendwo im Bereich Duisburg, Niederrhein, Wesel, irgendwo rumtuckert oder auf der A42 Stau habt und nicht mehr weiter wisst, fahrt hier ab, kommt nach Orsoy, kommt zu Frau Ella. Hier gibt es nicht nur Kuchen, hier gibt es auch Burger, habe ich gesehen. Hier gibt es auch Zwiebelkuchen, wahrscheinlich auch Tagesgerichte in der Richtung. Genau, Mittagstisch, mal einen Eintopf. Wunderbar. Öffnungszeiten eigentlich den ganzen Tag über, ne? Bis abends um 19 Uhr habe ich gesehen. Genau. Also hier kann man sich fast den ganzen Tag aufhalten. Wenn das Wetter so schön ist wie heute, gibt es den tollen Garten im Hintergrund. Ja. Und ihr könnt im Kaufladen noch einkaufen. Ja, und WLAN gibt's. Und WLAN gibt's. Das ist für unsere Reisende immer wichtig. Auf jeden Fall mega wichtig. Also hier kann man auch gut arbeiten, wenn man mal gemütlich sitzen will. Genau. Hervorragend. Toller Anlaufpunkt. Danke dir, Alex. Gerne. Und wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit dem Café. Toi, toi, toi. Und bis bald. Vielen lieben Dank. Das ist der Kaufladenteil. Hier kann man auch verpackungsfrei einkaufen.
Hier gibt es noch ein Kellergewölbe, das ist ja cool. Scheint so, als könnte man hier auch einen musikalischen Abend machen. Sehr, sehr nett. Ja. So, jetzt gucken wir uns noch den Wallpromenadenring hier an, auf dem Weg zurück zu Opa Hugo. Und dahinter müsste der Rhein sein. Genau, von hier oben sieht man auch den Rhein. Da fahren die Schiffe. Richtig was los hier. So, zurück am Auto. Die Kinder sind noch da vorne auf dem Spielplatz. Wirklich ein schönes Örtchen. Wir haben festgestellt, dass Opa Hugo gut fährt, wie immer. Toll angesprungen ist. Aber er ist ganz schön verstaubt, der alte Mann. Aber wir werden Ende Oktober noch mal einen Ausflug machen. Wohin, verrate ich noch nicht. Es geht jedenfalls Richtung Norden für ein langes Wochenende. In den Herbstferien. Und da werden wir uns dann einmal darum kümmern, den etwas zu entstauben. Und das Solarpanel ist auch irgendwie wahrscheinlich gar nicht mehr funktionsfähig mit den ganzen Staubkörnern da drauf. Aber wir schließen immer an Strom an heute, wenn wir zurückkommen. Und dann ist alles tippitoppi. So, das war Orsoy. Wie gesagt, Café Ella. Das Café solltet ihr auf jeden Fall besuchen. Café Frau Ella. Sehr, sehr gut. Sehr idyllisch. Sehr lecker. Toller Garten, wirklich sehr nett. Perfekt. Und ja, wir zeigen euch gleich nochmal, wie wir Opa Hugo wieder rangieren, hoffe ich, oder eingestellt haben. Das zeigen wir euch nicht in der Hand, nein. Genau. Und dann ja, sehen wir uns bis gleich nochmal. Ciao. Und schon wieder eingeparkt. Das ging heute wieder wunderbar flott. Opa Hugo steht wieder an seinem Platz. Ende Oktober geht es nochmal los. Da könnt ihr wieder dabei sein. Das war jedenfalls erstmal der Sonntagsausflug. Das war der Sonntagsausflug mit Opa Hugo nach Orsoy ins Café Frau Ella. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, was sollen wir dann machen, die Zuschauer? Genau. Gebt uns einen Daumen nach oben, das freut uns sehr. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Dr. Camps.